Die Zivilisationen der Antike legten den Grundstein für unsere moderne Welt. Ägypter, Römer und Griechen gelten bis heute als meisterhafte Ingenieure, Wissenschaftler und Erfinder. Viele Geschichtsbücher übersehen jedoch eine Zeit, in der einige herausragende Forscher das technische Denken revolutionierten. Dies ist die spannende Geschichte der Ingenieurskunst des Nahen Ostens. Die Geschichte des Orients steckt voller Geheimnisse, die den Menschen im Westen oft unbekannt geblieben sind. Nach und nach entdecken wir, dass viele der Technologien unserer Zeit ihren Ursprung in den alten Kulturen des Nahen Ostens haben und schon vor über einem Jahrtausend entstanden sind. Schon damals gab es tragbare Geräte, die Eigenschaften moderner Navigationssysteme aufwiesen. Riesige Bewässerungsanlagen verwandelten, nur mit Wasserkraft betrieben, Wüsten in blühende Städte. Und damals entwickelte Elemente komplexer Präzisionsmaschinen finden noch heute Verwendung. Es gab feuerfeste Uniformen und sogar Torpedos, die Schiffe aus über 900 Metern Entfernung zerstören konnten. Der Untergang Roms war für die westliche Welt ein Wendepunkt. Während Europa ins düstere Mittelalter abglitt und die Errungenschaften antiker Kulturen dort in Vergessenheit gerieten, erlebten die Länder des Nahen Ostens eine kulturelle Blütezeit. Dem Untergang der großen antiken Zivilisationen folgte eine neue Hochkultur. Im sogenannten goldenen Zeitalter der islamischen Zivilisation zwischen dem 8. und 13. Jahrhundert wurden unzählige Entdeckungen auf den Gebieten der Mathematik, Medizin, Literatur und Ingenieurskunst gemacht. Diese veranlassen uns heute dazu, alles zu überdenken, was wir zu wissen glaubten. Viele der Ingenieure und Handwerker waren sehr erfinderisch. Es war eine äußerst kreative Zeit. Während der Ausdehnung des Islamischen Reichs bis nach Indien, Nordafrika und Spanien trugen seine Gelehrten das Wissen der Welt zusammen. fünfhundert Jahre lang war der Orient das Zentrum von Bildung und Kultur. Ohne die Gelehrten des Ostens wäre Europa heute nicht da, wo es jetzt ist. In der Zeit vom 8. bis zum 17. Jahrhundert war der Orient eine Welt des Lernens. Ende des 8. Jahrhunderts gab es eine Schule, die auf dem Gebiet technischer Entwicklungen wegweisend wurde. Im Haus der Weisheit trafen sich die Gelehrten des Nahen Ostens und studierten die Zeichnungen und Schriften der letzten 1000 Jahre. Dort entstand eine der wichtigsten und berühmtesten Institutionen östlicher Wissenschaften. Arabische Forscher studierten die Schriften der alten Griechen und Römer. Sie griffen ihre Erfindungen auf und entwickelten sie weiter. Alte Schriften beweisen, dass arabische Ingenieure maschinelle Anlagen bauten, die Elemente moderner Robotertechnologie aufwiesen. Ingenieure wie Professor Al-Hasani von der Universität Manchester untersuchen Automaten wie die Teedienerin und sind beeindruckt vom Einsatz modernster Technik. Die Teedienerin ist ein Wassertank auf einem Roboter. Der Tank hat ein Loch, aus dem Tee heraustropft. Mit dieser Maschine, die sich selbst regulieren konnte, versetzten die Erbauer ihre Zeitgenossen in Erstaunen. Ein Gefäß wird mit Tee gefüllt, der mit einer bestimmten Geschwindigkeit in einen Behälter tropft. Wenn nach exakt 7,5 Minuten die Füllhöhe erreicht ist, ergießt er sich in das Glas.
Das Gewicht des Glases löst einen Mechanismus aus, der die mechanische Dienerin in Bewegung setzt. Daraufhin öffnet sich die Tür und der Tee wird serviert. Dieser trickreiche Apparat trug sicherlich dazu bei, den Ingenieuren dieser Zeit eine Aura geheimnisvoller Genialität zu verleihen. Alte Schriften und archäologische Funde deuten darauf hin, dass arabische Ingenieure das Geheimnis des ersten Computers der Welt kannten. Anfang des 20. Jahrhunderts wurden am Meeresgrund nahe der griechischen Insel Antikythera die Überreste eines geheimnisvollen Objekts der Antike gefunden. Wissenschaftler glauben, dass es sich bei dem sogenannten Mechanismus von Antikythera aus dem Jahr 100 vor Christus um eine Art analogen Computer handelt. Der Mechanismus dieses Radwerks hat Wissenschaftler dazu veranlasst, die Technik der Antike in einem neuen Licht zu betrachten. Obwohl er eingehend untersucht wurde, bleibt seine genaue Funktionsweise jedoch ein Geheimnis. Können arabische Schriften die Funktionsweise des Mechanismus erklären? In einem Manuskript aus dem 10. Jahrhundert, das dem Forscher und Astronomen Al-Biruni zugeschrieben wird, wurde der Entwurf zu einem ähnlichen mechanischen Kalender gefunden. Al-Birunis Gerät verfolgte mittels Getriebetechnik die Bewegungen des Sonnensystems. Der Mechanismus war mit seinen 8 Zahnrädern aus Bronze mit insgesamt über 200 Zähnen eine herausragende technische Errungenschaft. Die Anzeigescheiben des Gerätes wurden auf ihre korrekten astrologischen Positionen gebracht, bevor der Mechanismus in Gang gesetzt wurde. Jeden Tag wurde der Zeiger um eine Einheit verschoben und zeigte so den Verlauf der Sonne und die Phasen des Mondes an. Durch die präzise Funktionsweise des bronzenen Zahnradwerks ließ sich das genaue Datum ablesen. Kannten die arabischen Ingenieure etwa den Mechanismus von Antikythera? Besaßen sie das handwerkliche Geschick, um ähnlich fortschrittliche Geräte zu bauen? Ein Buch des Wissenschaftlers Taqi al-Din aus dem 16. Jahrhundert enthält den Entwurf zu einer höchst fortschrittlichen Wasserhebeanlage. Diese durch Wasserkraft betriebene Sechszylinderpumpe könnte auch aus unserer Zeit stammen. Sie gleicht in vielem den Maschinen des 20. Jahrhunderts. Modellbauer haben diese äußerst komplexe Anlage in Dubai rekonstruiert. Dies ist die Sechszylinderpumpe von Taqi al-Din. Sie wird von einem Wasserrad angetrieben, das mit einer Nockenwelle verbunden ist. Wir haben also insgesamt 6 Nocken. Am Ende jedes Kolbens befindet sich eine gewichtete Kugel. Jede der Nocken ist mit einem Hebel verbunden, der wiederum mit einem vertikalen Kolben verbunden ist. Im oberen Ende des Kolbens befindet sich ein Bleigewicht, unten sitzt ein Druckventil. Durch die Drehung des Wasserrades heben die Nocken nacheinander die Hebel an und durch die Kolbenbewegung wird Wasser in das Ventil gesogen. Nach Freigabe des Hebels treibt das Bleigewicht das Wasser ins Zuführsystem. In dieser Ära fand eine enorme wissenschaftliche Entwicklung statt. Angefangen bei den Banu Musa-Brüdern im frühen 9. Jahrhundert, über den begnadeten Ingenieur Al-Chazari bis hin zu Taqi al-Din. Doch nicht nur geniale wissenschaftliche Geräte wurden in der alten islamischen Welt gebaut. Wissenschaftler und Erfinder schufen vollautomatische Großanlagen, die das Überleben von Millionen von Menschen sicherten und deren Bauweise noch rund 500 Jahre danach unübertroffen blieb. Ab dem 13. Jahrhundert waren arabische Erfinder weltweit führend bei der Entwicklung neuer Technologien. Die Anlagen, die während dieser Blütezeit des Nahen Ostens erschaffen wurden, waren die Verwirklichung komplexer und neuartiger Ideen. Einer dieser Erfinder gilt als Pionier des modernen Maschinenbaus, obwohl seine Errungenschaften dem Westen fast gänzlich unbekannt sind.
Al-Jazari schrieb eine wegweisende Abhandlung über morgenländische Ingenieurskunst. Seine Schriften sind bekannt als das Buch des Wissens von sinnreichen mechanischen Vorrichtungen. Seine Arbeit war von solcher Bedeutung, dass ohne seine Ausführungen 500 Jahre der technischen Entwicklung des Nahen Ostens heutzutage unbekannt wären. Im Topkapi-Museum in Istanbul befindet sich eine seltene Kopie von Al-Jazaris Schriften. Der Text stammt aus dem Jahr 1206 und enthält die Entwürfe zu etlichen Bauteilen, die für den modernen Maschinenbau grundlegend sind. Al-Jazari stammte aus dem nördlichen Irak. Er war ein sehr begabter Ingenieur des späten 12. und frühen 13. Jahrhunderts. Er lebte in einer der heißesten Gegenden der Erde. Und der Meistererfinder war sich der Bedeutung von Wasser als Lebensspender in der Region sicherlich bewusst. Er konzentrierte sich darauf, eine Reihe von Anlagen zu entwickeln, die seinem Volk nicht nur das Überleben sicherten, sondern ihm auch ermöglichten, in der sonst so trockenen Landschaft zu prosperieren. Ein wichtiges Forschungsgebiet für Al-Jazari war also die Wassergewinnungstechnologie und er machte erhebliche Fortschritte in der Entwicklung mechanischer Anlagen. Viele seiner Geräte funktionierten bereits nach den Prinzipien heutiger Maschinen. Er nahm die jahrhundertealte Technik der Wassergewinnungs- und Bewässerungsanlagen als Grundlage und versuchte, sie zu verbessern. Bis dahin war für den Betrieb von Wassergewinnungsanlagen die Muskelkraft von Mensch oder Tier notwendig. Al-Jazaris Genie bestand darin, den notwendigen manuellen Kraftaufwand durch vollautomatisierte Hebe- und Schöpfmechanismen zu ersetzen, die als Antrieb die Kraft des Wassers nutzten. Eine seiner faszinierendsten Maschinen ist bekannt als Wassergewinnungsanlage Nummer 3. Bisher wurde angenommen, dass dieser komplexe Mechanismus nur ein Entwurf Al-Jazaris sei, der nie verwirklicht worden war. In Damaskus machte man allerdings eine Entdeckung, die darauf schließen lässt, dass die Überreste eines Wasserrades tatsächlich auf Al-Jazaris Entwürfen beruhen und uns somit einen Einblick in sein Können erlauben. Al-Jazari war ein sehr begabter Fachmann und Praktiker. Er hat seine Ideen nicht nur entworfen, er hat sie tatsächlich umgesetzt. Dieses im 13. Jahrhundert erbaute Wasserrad nutzte man über 700 Jahre lang. Bis in die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts beförderte es Wasser in ein nahegelegenes Krankenhaus. Ein beeindruckendes Beispiel meisterhafter Baukunst. Al-Jazari hat seine Entwürfe immer wieder überarbeitet und verbessert. Dieses erstaunlich gut erhaltene Exemplar basiert auf Al-Jazaris drittem Entwurf für eine Wassergewinnungsanlage. Das komplizierte Zahnradsystem war charakteristisch für seine Konstruktionen. In seinem Buch beschreibt Al-Jazari, dass die Art der Wassergewinnungsanlage eigentlich durch Schaufelkraft funktioniert. Das heißt, Wasser fällt aus einer bestimmten Höhe auf die Schaufeln und erzeugt dadurch eine Drehbewegung. Dies wiederum treibt die Zahnräder und Achsen an, welche die wasserschöpfenden Eimer bewegen. Dieses Gerät hier basiert auf denselben technischen Grundsätzen. Allerdings nutzt es statt fallendem Wasser die horizontale Wasserkraft des Flusses. Ein Wasserrad wird durch horizontale Schaufeln bewegt. Die Rotation treibt die Getriebe, Zahnräder und Achsen an und befördert somit das Wasser nach oben. Das Wasser wurde rund 12 Meter hoch bis zur Spitze des Turms befördert. Hier oben befinden sich drei noch vollständig erhaltene hölzerne Teile. Ein horizontales Zahnrad war mit einem vertikalen verbunden. Die Bewegung übertrug sich auf einen Flaschenzug, an dem Ketten und Eimer befestigt waren. Die Eimer transportierten das Wasser zur Spitze des Turms, wo es in ein Aquädukt abgelassen wurde, das zum Krankenhaus führte. Diese Anlage veranschaulicht, wie die Menschen des Altertums die Technik nutzen konnten, um ihre Lebensqualität zu verbessern. Es war jedoch Al-Jazaris vierter Entwurf für eine Wasserhebemaschine, mit dem er die Geschichte des Maschinenbaus für immer veränderte. Er benutzte ein Kurbelsystem. Es ist die früheste Verwendung dieser Technik in einer Anlage. Ingenieure der Gegenwart bezeichnen die Kurbel als wichtigstes mechanisches Bauteil nach dem Rad.
500 Jahre später sollte diese Erfindung eine ganz entscheidende Rolle in der Entwicklung moderner Technologien der Neuzeit spielen. Die Kurbel in Verbindung mit einer Nockenwelle einzusetzen, hat den Maschinenbau revolutioniert und es der Nachwelt ermöglicht, Dampf-, Diesel- und Benzinmotoren zu konstruieren. Dieses einfache mechanische Bauteil ermöglicht die Umwandlung einer fortlaufenden Drehbewegung in eine wechselseitige. Handkurbeln waren seit Jahrhunderten bekannt, aber die Verwendung einer Kurbel in Verbindung mit einem Kolbensystem war eine revolutionäre Erfindung. Ingenieure fanden heraus, dass die horizontale Achse der Maschine von Zahnrädern bewegt wird und dass das Ende der Kurbel an einem Verbindungsstab befestigt ist. Der Stab rotiert um seine eigene Aufhängung, wodurch der Wassereimer steigt und fällt. Vor der Entschlüsselung von Al-Jazaris Entwürfen glaubte man, dieses System sei eine europäische Erfindung aus dem 15. Jahrhundert. Al-Jazari verwendete diese Art Kurbelsystem jedoch schon 200 Jahre zuvor. Es gibt noch weitere Überreste solcher Anlagen, die auf die weite Verbreitung dieser Technik in der islamischen Welt schließen lassen. Zu den bekanntesten gehören vollautomatische Wasserräder, die Noria genannt werden. Ein gut erhaltenes Exemplar finden wir im syrischen Hama. Die Noria ist eine riesige Wasserhebemaschine, wie sie schon von dem Römer Vitruv im 1. Jahrhundert vor Christus beschrieben wurde. Das Besondere an diesen Norias ist, dass sie vollautomatisch laufen und nur mit Wasserkraft betrieben werden. Die Kraftwerke konnten bis zu 95 Liter pro Minute heben. Diese Anlage ist ein exzellentes Beispiel für die Norias, die in der Vergangenheit die Landschaft säumten. Es handelt sich um ein Wasserrad mit Behältern am Rahmen und Schaufeln an der Außenkante. Während sich das Rad dreht, schöpfen die Behälter Wasser und transportieren es nach oben, wo es dann in eine Rinne abgelassen wird. Das größte Rad verfügt über 120 Behälter und hat einen Durchmesser von ungefähr 20 Metern. Die Entwürfe Al-Jazaris und die Überreste faszinierender riesiger Wasserräder des Nahen Ostens belegen den unglaublich hohen technischen Stand der damaligen Zeit. Aber es gibt noch weitere Erfindungen des Orients, die mit ihrer fortschrittlichen Technologie heutige Forscher in Erstaunen versetzen und den Maschinen des 21. Jahrhunderts in vielem gleichkommen. Die Ingenieure des Nahen Ostens studierten die technischen Errungenschaften der Antike. Griechen und Römer hatten beeindruckende Anlagen gebaut. Erfinder wie Heron von Alexandria und Philon von Byzanz beeinflussten die Ingenieure des Orients noch 1000 Jahre später. Durch die Übersetzungen antiker Schriften erkennen Forscher der Gegenwart, dass wir unsere modernen Anlagen nicht erfunden, sondern lediglich wiedererfunden haben. Neue Erkenntnisse lassen uns die Geschichte der Ingenieurskunst von der Antike bis zu Erfindern wie Leonardo da Vinci neu überdenken. Ohne die Blütezeit des Orients hätte sich unsere moderne Welt sicherlich ganz anders entwickelt. Einer dieser Erfinder des Orients veränderte unser technisches Verständnis grundlegend. Die Entwürfe zu der größten Anlage Al-Jazaris enthalten einen Mechanismus, den es noch nie zuvor gegeben hatte. Viele Menschen glauben, dass die Zweitaktpumpe eine Erfindung des 20. Jahrhunderts sei. Dabei ist sie rund 700 Jahre älter. Ctesibios begann schon im 3. Jahrhundert vor Christus mit der Entwicklung dieser Pumpe und Al-Jazari setzte seine Arbeit fort.
Im Technischen Museum von Thessaloniki haben Ingenieure die Pumpe nachgebaut. Die 2000 Jahre alte Technik wird heute noch in Nordeuropa beim Ackerbau eingesetzt. Diese von Ctesibios erfundene Pumpe nennen wir Zweitaktpumpe. Sie besteht aus zwei Zylindern, die jeweils mit einem Kolben und einem Schließventil versehen sind. Die Kolben werden durch diese Hebel bewegt. Die Aufwärtsbewegung der Kolben drückt Luft aus den Zylindern und lässt Wasser einströmen. Die gegenläufige Kolbenbewegung sorgt für einen konstanten Fluss. Obwohl die Anlage bis heute nur als Wasserpumpe genutzt wurde, kann man sagen, dass es sich hier um den Vorfahren eines Zweitaktmotors handelt. Würden wir das Wasser durch ein Benzin-Luftgemisch ersetzen, hätten wir einen modernen Benzinmotor. Rund 1000 Jahre später nahm Al-Jazari das Prinzip dieser Erfindung wieder auf und verbesserte es. Während Ctesibios Anlage auf menschliche Kraft angewiesen war, erschuf Al-Jazari eine vollautomatische Pumpe. Seine Pumpe und seine Kurbelwelle wurden schon 500 Jahre vor der Dampfmaschine eingesetzt und hatten einen enormen Einfluss auf die Entwicklung der modernen Ingenieurwissenschaften. Al-Jazaris Anlage Nummer 5 ist eigentlich eine Zweitaktpumpe, deren Kolben eine Rechts-Links-Bewegung ausführen. Die Pumpe wird von einem kurbelbetriebenen Wasserrad bewegt. Zwei horizontale Kolben saugen und pressen durch ihre wechselseitige Bewegung das Wasser in die Zu- und Ableitungen der Anlage. Die Zu- und Ableitungsrohre sind mit Ventilen versehen. Die Zuleitungsrohre werden über der Maschine zusammengeführt und transportieren das Wasser in ein gemeinsames Ableitungsrohr des Bewässerungssystems. Al-Jazaris Erfindungen standen am Anfang einer Reihe bedeutsamer Errungenschaften in der Wassergewinnungstechnologie. Sie wurden von anderen islamischen Ingenieuren aufgegriffen und weiterentwickelt. Während Europa im Anlagenbau hinterherhinkte, war der technische Fortschritt des Nahen Ostens größer als bislang angenommen. In der islamischen Welt gab es damals eine sehr lebendige Tradition des Maschinenbaus. Ein krasser Gegensatz zum westlichen Europa des 7. bis 9. Jahrhunderts. Drei Brüder waren führend auf dem Gebiet der technischen Entwicklungen. Man nannte sie die Banu Musas. Die Banu Musas schufen eine Vielzahl von Anlagen, die eine Weiterentwicklung der Erfindungen Herons und Philons waren. Ingenieurswissenschaft wurde damals auch Tricktechnik genannt. Denn man nutzte mechanische Phänomene, um das Unmögliche möglich zu machen. Der Schlüssel lag in der gekonnten Anwendung hydraulischer Prinzipien. Durch die Kontrolle von Luft- und Wasserdruck ließen sich Maschinen automatisch bewegen. Der technische Aufbau dieses Banu Musa-Tricks bildet den Ausgangspunkt für verschiedene moderne Geräte. Dieses Gerät konnte präzise Mengen von Wasser ausgeben. Es beruht auf zwei ausgeklügelten Systemen, die wir aus dem frühen 9. Jahrhundert kennen. Das erste System ist ein Rückflussventil, das den Wasserfluss reguliert. Wie wir hier sehen, fließt das Wasser durch ein Loch im Boden des oberen Tanks. In diesem Loch sitzt das Ventil, das den Rückfluss des Wassers verhindert. Das zweite System kontrolliert die Füllhöhe. Der Siphon im mittleren Tank saugt Wasser in den unteren Tank. Der Schwimmer im unteren Behälter steigt auf und Wasser wird ausgegeben. Die Aufwärtsbewegung des Schwimmers verschließt das Ventil und verhindert ein Nachströmen des Wassers aus dem oberen Tank. Dieses und andere Geräte zeugen von umfangreichen Kenntnissen im Bereich des Differenzdrucks. Dieselben Prinzipien werden heutzutage unter anderem in Waschmaschinen und Flugzeugmotoren verwendet.
Diese hochentwickelten Kulturen beeinflussen bis heute alle Lebensbereiche unserer Zivilisation, Krankenhäuser, Schulen und unser Zuhause. Es gibt sogar Sterne, die nach wie vor arabische Namen tragen. Die Hydraulik war nur eines der Forschungsgebiete. Es gibt Belege dafür, dass die Menschen der Antike den Verlauf der Gestirne mit großer Genauigkeit berechnen konnten. Diese Kalkulationen waren wichtig für religiöse Zeremonien, Navigation und Zeitberechnung. Im 2. Jahrhundert vor Christus entwickelten die Griechen ein Gerät, das 1500 Jahre lang der Maßstab aller Dinge war. Das Astrolabium. Das Museum für Geschichte und Wissenschaft in Oxford beherbergt die größte Astrolabiensammlung der Welt. Dr. Stephen Johnston ist dort Kurator. Das Astrolabium könnte man auch als antiken Computer bezeichnen. Es dient der Zeitbestimmung und der astronomischen Berechnung von Planeten. Es kann Ihnen an jedem Ort für jeden Tag des Jahres den Sonnenauf- oder Untergang berechnen. Arabische Forscher erweiterten die Fähigkeiten des Astrolabiums. Im Nahen Osten des 8. bis 10. Jahrhunderts wurden verbesserte Versionen des Geräts entwickelt, die leistungsfähiger waren. Sie waren nicht auf bestimmte Koordinaten begrenzt und konnten überall eingesetzt werden. Seine Handlichkeit und Zuverlässigkeit machten aus dem Astrolabium eine Art BlackBerry seiner Zeit. Dies ist das älteste Astrolabium in unserer Sammlung. Es stammt aus dem späten 9. Jahrhundert und war weit mehr als ein Taschenrechner. Wenn ich es umdrehe, wird daraus eine Art Sextant. Wenn ich es hochhalte, sieht man, wie damit die Entfernung von Sonne und Sternen gemessen werden kann. Ich stelle den Winkel ein und sehe durch diese Kerbe hier. Ich beobachte also durch diese kleinen Löcher den Stern oder Planeten und kann dann anhand des Zeigers von der Messscheibe die Gradzahl ablesen. So berechne ich die Position der Himmelskörper. Daraus lässt sich wiederum die Zeit ableiten. Die islamischen Erfinder wurden zu Meistern der Ingenieurskunst. Arabische Städte waren Hochburgen technischen Fortschritts. Erfinder wie Al-Jazari wandten sich noch größeren Herausforderungen zu und nutzten ihr Wissen, um komplexe Uhren und militärisches Gerät zu entwerfen. Die Arbeiten früher Ingenieure und Wissenschaftler des Orients beeinflussen unsere Welt bis heute. Im 13. Jahrhundert beschrieb der arabische Erfinder Al-Jazari in seinem Buch des Wissens von sinnreichen mechanischen Vorrichtungen die Anwendung mechanischer Prinzipien, die uns den Weg in die Neuzeit ebneten. Die Schrift ist einer der wichtigsten Belege für den technischen Fortschritt antiker Kulturen. Sie beinhaltet die sorgfältigen Entwürfe zu über 50 Geräten. Anhand dieser Pläne können Ingenieure heute noch höchst komplexe Mechanismen detailgetreu nachbauen. Wir haben den renommierten britischen Modellbauer Richard Windley darum gebeten, einen von Al-Jazaris Entwürfen nachzubauen. Eine sogenannte Kerzenuhr. Er notierte sogar die genauen Maße und das Material, die für Kerze und Docht verwendet werden sollten. Al-Jazari beschreibt in dieser Abhandlung vier verschiedene Kerzenuhren, die alle einzigartig sind. Durch das langsame Abbrennen der Kerze und die Verwendung von Flaschenzügen und Schnüren konnte man von einem Zifferblatt die Zeit ablesen. In der islamischen Zeitrechnung waren Tag und Nachtstunde ungleich aufgeteilt. Das machte das System noch komplizierter. Al-Jazaris Modell war dennoch denkbar einfach. Während das Wachs schmilzt, steigt die Kerze langsam auf. Das Bleigewicht sinkt und zieht dabei an dieser Schnur, die über eine Winde läuft,
und dann um einen Achsenstab. Der Stab ist mit dem Zeiger auf dem Zifferblatt verbunden, von dem die Zeit abgelesen werden kann. Dieses Beispiel eines einfachen, aber präzisen Zeitmessers beruht auf simplen Prinzipien, die noch heute eingesetzt werden. Man muss die Abdeckung gegen das von unten ziehende Gewicht sichern. Al-Shazari benutzt dazu ein L-förmiges Klemmsystem. Erstaunlicherweise verwenden wir heutzutage etwas sehr Ähnliches bei der sogenannten Bajonettfassung unserer Glühbirnen. Dieses Prinzip wird also 1800 Jahre später immer noch eingesetzt. Eines der ausführlichsten Kapitel in Al-Jazaris Buch behandelt jedoch die Funktionsweise hydraulischer Wasseruhren. Auf diesen Seiten werden einige der kompliziertesten Zeitmesser der Welt beschrieben. Vor allem eine dieser Maschinen stellt für heutige Forscher immer noch eine Herausforderung dar. Wir nennen sie Elefantenuhr. Im Ibn Battuta Einkaufszentrum in Dubai hat die Firma MTE Studios dieses Meisterwerk Al-Jazaris getreu seinen Entwürfen nachgebaut. Der Bau dieser unglaublichen 7 Tonnen schweren und 7 Meter hohen Uhr erforderte den Einsatz von 150 Experten und den enormen Aufwand von 11.000 Arbeitsstunden. Ludo Verheyen ist der Bauleiter des Elefantenuhrprojekts. Dieses Projekt war eine Herausforderung, denn es ist weltweit das erste seiner Art. Al-Shazari war ein begnadeter Erfinder und 800 Jahre später mit seinen detaillierten Aufzeichnungen zu arbeiten, ist großartig. Aber wie funktioniert diese höchst komplexe Anlage eigentlich? Und wie gelang es Al-Jazari, die Zeitmesser der alten Griechen so entscheidend zu verbessern? Die Elefantenuhr besteht aus verschiedenen Mechanismen, die Ingenieure noch heute verwenden. Das Sinkgefäß im Bauch des Elefanten nimmt eine bestimmte Wassermenge auf und bestimmt durch seine Sinkgeschwindigkeit den genauen Zeitpunkt, zu dem die Uhr schlägt. Ein Tropfmechanismus setzt eine Kettenreaktion in Gang, durch die der Verlauf der Zeit angezeigt wird. Der Behälter wird entleert und treibt nun auf dem Wasser. Der Kreislauf beginnt von vorn. Ein Glockenschlag oder Vogelzwitschern markiert die volle Stunde. Der fortlaufende mechanische Kreislauf ist fast schon ein Perpetuum mobile und macht diese Uhr zu einer für die damalige Zeit sehr komplizierten Maschine. Die Elefantenuhr ist ein sehr raffiniertes Beispiel islamischer Ingenieurskunst dieser Zeit. Sie ist eine einzigartige Mischung aus Kunst, Technik und Architektur. Aber die Erfinder des Orients wandten sich auch der Entwicklung von Kriegsgerät zu. Die islamische Zivilisation hätte sich ohne die Erfindung einer Vielzahl verschiedener Waffen nicht so schnell verbreiten können. Die gefährlichste dieser Waffen, das Katapult oder Trebuchet, stammte ursprünglich aus China. Die militärische Ausrüstung arabischer Länder des 12. und 13. Jahrhunderts war der europäischen dieser Zeit weit überlegen. Das Trebuchet konnte viel größere Gewichte als das herkömmliche Katapult schleudern. Und das bis zu 900 Meter weit. Zudem katapultierte es nicht nur Steine oder andere Gegenstände, sondern auch Brandsätze. Nicht nur die Katapulte stammten aus China. Orientalische Ingenieure waren verantwortlich für die Weiterentwicklung chinesischer Erfindungen wie Feuerwaffen und feuerfester Uniformen. Die Erfindung des Torpedos jedoch veränderte das Gesicht des Krieges für immer.
Arabische Ingenieure und Wissenschaftler waren führend in der Weiterentwicklung technischer Errungenschaften antiker Zivilisationen. Aber sie entwickelten zugleich eine Vielzahl genialer, wenn auch todbringender Waffen. Diese Waffen funktionierten mit verfeinertem Schwarzpulver. Die neue Formel setzte sich aus Substanzen wie Holzkohle und Salpeter zusammen, Stoffen, die in der Natur ausreichend vorhanden waren. Zusammen ergeben diese harmlosen Komponenten eine explosive Mischung, die 1000 Jahre lang verwendet wurde. Das erste Schwarzpulver der Chinesen war noch relativ harmlos und wurde bei der Kriegsführung kaum eingesetzt. Neue Funde deuten darauf hin, dass arabische Forscher eine tödliche Formel daraus entwickelten. Erst im 12. und 13. Jahrhundert wurden die Rezepturen explosiv genug, um Raketen, Torpedos, Kanonen, Handfeuerwaffen und ähnliches uns heute bekanntes Kriegsgerät damit abfeuern zu können. Die wichtigsten Aufzeichnungen hierzu verdanken wir Hassan al-Rama, der das hier gut veranschaulichte. Im 13. Jahrhundert schrieb al-Rama ein Buch über militärische Kriegsführung mit Rezepturen für Schwarzpulver. Seine Schriften sind so fortschrittlich, dass wir die Geschichte des Militärs neu definieren müssen. Al-Ramas Aufzeichnungen enthalten auch etwas, das Forscher für den weltweit ersten Entwurf einer militärischen Rakete halten. Er beschreibt verschiedene Raketen und 22 Rezepte für Schwarzpulver. Er ist der eigentliche Erfinder der Rakete. Gleichzeitig entwickelten Ingenieure des Orients eine weitere explosive Waffe mit großer Vernichtungskraft. Die Kanone. Bereits Ende des 14. Jahrhunderts nutzte man in Spanien und Nordafrika eine kristalline Form von Salpeter, sozusagen als Explosivstoff, um eine kleine Kugel aus einer Art Behälter zu feuern. Dafür gibt es Belege, die auf das Jahr 1377 zurückgehen. Es sind noch Zeichnungen aus dieser Zeit erhalten, die islamische Heere mit Kanonen zeigen. Im Buch der Wissenschaften, einem alten Text aus der St. Petersburger Sammlung, findet sich eine Beschreibung eines Soldaten, der eine Mitwa oder Kanone trägt. Die Waffe sieht aus wie ein moderner Raketenwerfer. Die St. Petersburger Schrift beschreibt die Verwendungsmöglichkeiten von Schwarzpulver und enthält Abbildungen eines kleinen Fasses am Ende eines Stabs, einer Handkanone. Sie ist der Vorläufer der Handfeuerwaffen moderner Soldaten. Das Manuskript enthält weitere Belege für den hohen Entwicklungsstand damaliger Kriegsführung im Orient. Auch feuerfeste Kleidung wurde schon verwendet. Diese Rekonstruktion beruht auf den St. Petersburger Schriften. Zuerst kommt eine Seidentunika. Seide ist feuerfest. Formel-1-Fahrer tragen sie heutzutage unter ihren Nomex-Anzügen. Darüber wird ein gestepptes Hemd gezogen. Westliche Krieger nannten es Akheton nach dem arabischen Al-Kutun, was so viel wie gefüllt mit Baumwolle bedeutet. Das Wichtigste aber ist das wollene Oberhemd. Ein feuerfester, sogar chemikalienfester Schutz, ähnlich den ABC-Anzügen moderner Soldaten. Die Illustrationen zeigen Soldaten mit Brandsätzen an der Kleidung. Diese wurden unmittelbar vor der Schlacht angezündet. Der Gegner sah sich also mit einer bedrohlichen Feuerwand konfrontiert, die auf ihn zustürmte. Wie wir hier sehen können, bestanden die Brandsätze aus Leinenfasern, also Flachs. Hier drin haben wir also Flachs und eine kleine Menge Schwarzpulver. Wie man in den Illustrationen sieht, werden die Brandsätze mit einem Draht zusammengehalten und an der feuerfesten Kleidung angebracht. Doch wie effektiv war dieser Schutz wirklich? Wir haben es getestet. A
Höchstwahrscheinlich gingen Hunderte von Brandsätzen auf einmal los und schreckten die Pferde des Gegners auf. Aber ich sehe noch nicht einmal leichte Verbrennungen. Es ist noch nicht mal warm hier drin. Feuerfeste Kleidung scheint also zu funktionieren. Ein vor kurzem entdecktes Gerät lässt die orientalische Kriegskunst in völlig neuem Licht erscheinen. Man kann viele Vergleiche zwischen der mittelalterlichen und der modernen Technik ziehen. Ein gutes Beispiel wäre der Entwurf zu einer Art Torpedo. Damals nannte man die Waffe sich selbst bewegendes, brennendes Ei. Heute hält man es für den ersten Torpedo der Geschichte. Er wurde auf feindliche Schiffe abgefeuert, aber im Gegensatz zu modernen Torpedos gleitet er auf dem Wasser. Besaßen damalige Ingenieure tatsächlich das Wissen für den Bau dieses Geräts? Bis vor kurzem hielt man den Torpedo für eine Erfindung des 19. Jahrhunderts. Dieser 700 Jahre alte Vorgänger lässt uns umdenken und die bisherige Geschichte der Marinekriegsführung revidieren. Es handelt sich hier um einen Torpedo, auch wenn wir nicht wissen, wie wirkungsvoll er war. Um dies herauszufinden, baten wir den Modellbauer Richard Windley, einen Nachbau dieses Wunders der Technik anhand von Skizzen aus dem 13. Jahrhundert anzufertigen. Dieses Modell wurde nach einer Illustration aus dem Jahr 1220 gebaut. Der Text beschreibt ein flaches, birnenförmiges Objekt aus Kupfer und Eisen. Das Schwarzpulver befindet sich in der Hauptleitung oben auf dem Objekt. Die Spitze bohrt sich in ein hölzernes Boot und ist nur schwer wieder zu entfernen. Eine Rakete ist im Grunde ein mit komprimiertem Schießpulver gefüllter Zylinder, ähnlich den alten chinesischen Feuerwerkskörpern, die wir auch heute noch gerne verwenden. In diesem Modell verwende ich eine moderne Unterkonstruktion. Früher hätte man für den Kessel vermutlich gehämmertes Eisen genommen. Ein Brandsatz wird eingefüllt. Als Waffe hätte dieser Torpedo verheerende Auswirkungen auf die Schiffe des Feindes gehabt. Doch konnte dieses antike Gerät wirklich solch eine Zerstörungskraft entwickeln? Durch den Aquaplaning-Effekt kann der Torpedo Geschwindigkeit aufnehmen und blitzschnell übers Wasser gleiten. Die langen Stäbe an den Seiten funktionieren wie Ruder und halten das Objekt auf Kurs. Unsere Lunte ist ein getrockneter Baumwollfaden, der vorher mit Schwarzpulver behandelt wurde. Er dient als Zeitzünder. Wahnsinn, das war großartig. Diese Leute konnten tatsächlich wirksame Waffen herstellen. Es wäre falsch anzunehmen, dass nach dem Untergang des Römischen Reiches die Technik der Antike für immer verloren ging. Neue Entdeckungen der Geschichts- und Ingenieurwissenschaften belegen, dass die Gelehrten des Nahen Ostens alte Erfindungen übernahmen und erheblich verbesserten. Sie waren sicherlich noch größere technische Freigeister als die Römer und vielleicht sogar als die Griechen. Die Entschlüsselung alter arabischer Schriften wird uns sicherlich noch weitere Entdeckungen machen lassen und zeigen, wer die wahren Wegbereiter neuzeitlicher Technologie gewesen sind. Angesichts dieser neuen Erkenntnisse müssen Teile der Weltgeschichte neu geschrieben werden.
Und wir werden einsehen müssen, dass viele unserer technischen Errungenschaften von modernen Wissenschaftlern lediglich wiedererfunden wurden.